So, liebe Leute, weiter geht's heute bei FIFA und wir gucken mal gerade rein. Wir haben noch ein paar Nachrichten bekommen. Steffen Savic, ja, vielleicht gehabt. 10 Millionen wollten sie nicht zahlen. Soll mir auch persönlich recht sein. So, da kam das nächste Angebot rein. Was möchte Montpellier? Möchte 6,1 Millionen zahlen? Delegieren, Tauschspieler will ich keine. Lass mich in Ruhe. So. Gucken, was jetzt noch passiert. Am letzten Spieltag geht es auch noch gegen Mainz. Okay. Also der Transfer. So, da sind jetzt einige Angebote reingekommen. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen mich sortieren. So, gerade mal kurz gucken. Da sind mich jetzt einige Nachrichten reingekommen und die hätte ich gerne gelesen, wenn das Spiel mich mal laden lässt. Jetzt. So, also, einige Transferangebote reinkommen für Richter. Adama Traoré möchte ich jetzt gerade nicht verpflichten. Paris möchte 80 Millionen bieten. Delegieren, Mindestverkaufssumme. Mindestens 90 Millionen. Savic. Delegieren. Auch da möchte ich gerne weiter meine 86 Millionen für haben. So, damit war da jetzt mal ein bisschen. Sosa ist weg. Der ist nach Fenerbahce gewechselt für 15 Millionen. So, dann muss ich jetzt gerade mal gucken. Bundesliga gucken, ob wir da jetzt noch was machen können heute. TSG Hoffenheim. Die haben mir das Leben hauptsächlich schwer gemacht halt mit ihrer Defensive. Die Frage, wie viel habe ich denn an Budget? Das ist halt die große Frage. Ich gucke mal gleich meine Liste. Das hier Budget 40 Millionen habe ich. Ich gucke mal, dass ich mir noch einen Defensivmann hole, weil ich habe da hinten echt meine Probleme mit den jungen Innenverteidigern. So, Position, defensive Innenverteidiger. Gucken wir mal gerade, was wir da haben.
Alaba wäre jetzt. Wäre so teuer nicht. So, Kauf vorschlagen. Gehen wir mal die Vertragsverhandlung mit der Hertha. Über David Alaba. Ja, 32 Jahre alt, ich weiß. Aber dann hätte ich zumindest eine Bombenalternative da hinten drin. Ich denke mal, das wird zu teuer werden, wird zu billig werden. Verhandlung beenden. Dann gehe ich raus aus der Verhandlung. Also sorry, ich muss gucken, auch mal ein bisschen gucken, was das Geld bringt. So, was haben wir denn noch da? Anton. Gerade was ich doch sogar an Kandidaten habe. Andreas Christensen, 84 Millionen Freigabesumme. Ja, ich habe immer, was habe ich gesagt, 44, 45 Millionen oder so. So, gerade mal gucken, ob ich noch ein paar Leute habe. Gerade erst gewechselt. Ja, der wird nicht so teuer sein. Er wird teuer sein. Es ist klar, das Angebot kriege ich nicht rein. Die kann ich fast nicht bezahlen. Ran 62 Millionen. Ich verdrungel hin. Ha, das ist blöd. Das ist gerade, dass ich kein Angebot, dass ich kein Dings reinbekomme. Mein Alaba ist auch schon 32 und jetzt nochmal für den über 30-Jährigen so Geld raushauen. Ich glaube, ich hole mir den Geiger jetzt erstmal von Hoffenheim. Dann habe ich zumindest eine gute Alternative für den Sechser. So, dann gehen wir den Kauf von denen und Zeit. Ja, dann machen wir heute nicht viel. Dann machen wir das Mainz-Spiel morgen. So, 35 Millionen. So. Gut, dann haben wir 35 Millionen für den Geiger, für Dennis Geiger. Ist ein junges Talent aus Hoffenheim. Dann verpflichten wir den schön noch. So, das springen wir da, überspringen. So, Frage, was kommt da, was wird er kosten? Bietet ja an. So, machen wir es so. Damit haben wir den nächsten, unseren Sechser verpflichtet mit Dennis Geiger.
Dann gucken wir mal, was wir hier so an Spielern haben, die überhaupt noch nur die Restverträge haben. Ich gehe jetzt gerade mal kurz meine Verträge durch. Ja, er möchte seinen Vertrag ändern. Größtenteils sind die ganzen Verträge jetzt verlängert, die ich verlängern wollte. So, also. Gucken wir nochmal schön die Verträge rein, wer da so kommt. Nix, okay. Na komm, machen wir so. Machen wir heute ein bisschen was länger. So, aber wir haben noch eine Nachricht reinbekommen. Vielleicht machen wir es doch erst morgen. Warte mal gerade kurz. Nö, alles gut. So, da werde ich meine Stammverteidigung wieder reinsetzen, also Akpoguma. Der. Sicherlich mal seine Jungs was probieren wird. Was machen wir denn jetzt? Weil ich eigentlich ungern irgendwen da rausnehmen würde. So, dann lassen wir es so sein. So, dann haben wir wieder meine Stamminverteidigung. Gut, der nächste Gegner heißt dann Mainz 05. Das sehen wir uns dann morgen in der Folge an und mal gucken, ob wir da auch wieder 3-1 gewinnen. Und dann heißt es auch noch Deadline. Bis dahin und tschüss.